Hallo zusammen, hier ist Jan von Brettspiel erklärt. Heute habe ich nochmal ein Unboxing für euch und zwar von Great Western Trail und zwar Argentinien. Das ist ja der Nachfolger von dem normalen Great Western Trail. Das ist ja schon ein bisschen länger draußen, wurde aber jetzt eine Neuauflage, ich glaube letztes Jahr gemacht. Und im Zuge dessen hat man jetzt auch quasi diesen Nachfolger veröffentlicht. Es kommt dann auch noch, also das Argentinien, es kommt auch noch Neuseeland raus. Damit ist dann die Trilogie quasi komplett. Ich habe tatsächlich versucht, das auf der Brettspielmesse zu bekommen. Letztes Jahr hat leider nicht geklappt, aber jetzt hat es auch endlich den Weg zu mir geschafft. Genau, schauen wir mal rein. Also ich bin ein ganz großer Fan von dem ersten. Das finde ich wirklich sehr gut. Hatte ich leider selber nie, habe ich quasi immer nur mitgespielt bei anderen Leuten. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt kann ich es mir auch mal holen. Und ich bin natürlich darauf gespannt, welche Sachen sich jetzt hier geändert haben im Vergleich zu dem normalen Spiel. Also es ist kein ganz einfaches Spiel. Von dem, wie ich es gehört habe, ist jetzt von der Version auch noch eher, dass da ein paar mehr Regeln drin sind als in dem anderen Spiel. Und ja, wie man hier sieht, ziemlich viel Text, eher kleinere Bilder und geht ein bisschen länger. Ich bin auch mal auf den Solo-Modus gespannt, da weiß ich gar nicht, gibt es eine extra Anleitung für. Das hier ist die Solo-Variante, da bin ich mal drauf gespannt, die werde ich dann auch sicherlich mal ausprobieren und auf dem Kanal hier zeigen. Weil ich glaube, bei dem ersten oder bei dem normalen Great Western Trail, das konnte man zumindest nicht solo spielen. Okay, da bin ich mal gespannt drauf. Appendix, das ist ganz nett. Dann sieht man hier nochmal eine Erklärung der ganzen Gebäude, die man bauen kann. Okay. Dann schauen wir uns direkt mal das Board an. Das kommt dann mal kurz zur Seite. Also ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Farbe dran, würde ich mal sagen. Sieht man eigentlich ganz gut. Hier sind quasi, ich weiß jetzt gar nicht, wo der Startpunkt ist. Wahrscheinlich hier unten links. Und dann geht man entlang der Strecke hier. Ist quasi ein großer Rondell, wo man dann am Ende wahrscheinlich hier endet und dann seine Kühe verkauft. Und mit dem Geld dann neue Gebäude und hier Mitarbeiter holen kann. So war das zumindest bei dem ersten Great Western Trail. Da bin ich, wie gesagt, sehr gespannt. Dann schauen wir mal weiter rein, was wir noch so haben. Das hier sind jetzt Duelert Bretter. Das war ja, glaube ich, bei der Neuauflage auch schon. Ich habe jetzt nur die Original gespielt, also die ursprüngliche. Deswegen freue ich mich hier auch drauf, dass das jetzt Duelert ist. Wir sehen hier in der Version gibt es quasi hier vier Arbeitertypen, die man quasi beschäftigen kann. Bin ich auch mal gespannt drauf. Das sollte jetzt für jeden Spieler eine geben. Das hier sind die verschiedenen Farben. Das hier könnte vielleicht für den Solo-Modus sein, könnte ich mir vorstellen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, kann ich mich nicht daran erinnern, wo man das sonst hat. Das ist auch ganz gut, dass man hier so Säcke hat, wo man die ganzen Plättchen reinlegt, die man dann immer am Ende der, wenn man die Kühe quasi verkauft, wo man die dann quasi draus zieht. Das fand ich ziemlich nervig bei dem ersten oder bei dem ursprünglichen Teil, dass es da keine gab. Wenn ihr die Neuauflage kennt, dann da ist es, glaube ich, auch schon so. Im Wertungsblock, da ist jetzt nicht besonders viel dabei. Dann schauen wir mal ein paar Komponenten an. Gut, hier kann man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das sind einfach normale Holzplättchen. Dann gibt es hier Cowboys. Den kann man auch, glaube ich, einen Cowboy-Hut aufsetzen. Hier haben wir noch kleine Lokomotiven. Aber jetzt mal zu den Cowboys. Da sind hier nämlich die Köpfe von. Ist ganz nett, aber ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Das Feature kann man die so drauflegen. So rum. So, glaube ich.
Ich hoffe, ich habe das richtig rumgemacht. Ja, sieht ganz nett aus. Dann sieht man seine Spielerfarbe halt. Genau, und ansonsten haben wir eigentlich nur noch Karten. Ich wundere mich gerade, Geld oder sowas. Ach, da ist der Trick. Ich wollte schon sagen, irgendwas fehlt noch. Genau, da schauen wir gleich rein. Ich mache erstmal die Karten auf. Genau, das ist jetzt der erste Stapel. Hier sind die ganzen Basiskühe, mit denen man quasi startet. Die sind hier unten dann immer farblich markiert für jeden Spieler. Genau, Zweier und hier gibt es Dreier. Genau, die kann man jetzt schon kaufen. Dann gibt es Dreier in Rot und in Braun. Das sind sogar Vierer und dann sogar Fünfer. Also die sind, glaube ich, ziemlich genauso wie bei dem ersten Spiel. Genau, dann schauen wir uns den anderen Stapel nochmal an. Kommt hier noch was Besonderes? Hier haben wir die Rest der Fünferkühe. Einser, die man anscheinend sich holen kann. Genau, und dann, das hier sind die Aufträge, die man sich während des Spiels holen kann. Das hier sind, das weiß ich jetzt nicht genau. Weiß nicht, ob das auch Aufträge sind. Ja, sieht ein bisschen anders aus. Da gibt es auch sehr viele von. Okay. Und die sind, ja, das weiß ich auch nicht genau. Hat vielleicht auch was mit dem Solo-Modus zu tun. Das könnte sein. Genau, das waren die Karten. Genau, dann hole ich jetzt mal die ganzen Punchboards raus. Genau, die sind nochmal extra eingepackt. So, das erste Eindruck vom Spielmaterial ist eigentlich ganz gut. Ich glaube zumindest, dass das Originalspiel ja von den Komponenten her, von der Qualität her nicht besonders war. Also war okay. Genau, hier haben wir jetzt die ganzen Punchboards und hier sehen wir schon, die Sachen hier sind auf jeden Fall anders. Das ist quasi da, wo dann die Kühe hin verkauft werden. Und da kommt man dann mit diesen Schiffen hin. Genau, da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Genau, Qualität hier ist ganz gut. Auch doppelseitig. Sieht auch anders aus. Okay. Genau, Geld haben wir hier drauf. Hier Kompass. Und genau, das sieht sehr ähnlich aus. Das sieht auch noch sehr ähnlich aus. Genau, hier kommen jetzt die ganzen Arbeiter, die man quasi beschäftigen kann. Genau, hier haben die verschiedenen Buchstaben und kommen dann in den entsprechenden Sack quasi rein. Das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir hier noch mehr von denen. Und noch ein paar andere Plättchen. Genau, und dann gibt es noch die Gebäude. Genau, da hat jeder Spieler ja jedes Gebäude einmal. Und genau, die haben auch eine A- und eine B-Seite, die dann nochmal anders sind. Und dann sind hier die letzten Gebäude. Gut, ja, das war das Unboxing. Dann packe ich mal alles wieder zusammen und zeige euch dann, wie es in der Box eingepackt aussieht. So, dann zeige ich euch mal, wie ich das genau zusammengepackt habe. Ich muss aber sagen, ich bin tatsächlich ziemlich enttäuscht von dem Inlay, was jetzt hier schon drin ist. Das seht ihr jetzt gleich. Also ich werde das wahrscheinlich jetzt gleich direkt rauswerfen und dann nochmal eine Alternative zeigen. Aber zeige ich euch erstmal, was jetzt schon drin ist. Hier haben wir die ganzen Gebäudekarten. Plättchen in den verschiedenen Spielerfarben. Das, ja, finde ich okay, dass die jetzt hier so aufgelistet sind. Genau, was haben wir noch? Hier haben wir die ganzen Karten. Jetzt habe ich die getrennt, also nach Kühen und Nicht-Kühen erstmal. Und hier sieht man, dass das jetzt hier schon zu hoch ist. Das heißt, man müsste irgendwie 5 Kühe dann doch noch zu den anderen Karten legen, wobei das alles keine Kühe sind. Ja, hätte man die ja auch vielleicht noch ein paar Zentimeter höher machen können. Genau, ich habe nämlich, damit das oben nachher schließt, also ich glaube, das ist ja die Idee eigentlich, dass ich das Brett nachher hier drauf lege und dann ist alles genau abgeschlossen, habe ich die Punchboards, die da beim Spiel bei waren, unten drin liegen lassen. Ich nehme vielleicht mal ein, zwei raus. Haben jetzt ein bisschen mehr Platz, aber
Genau, das ist die Idee, weil sonst fliegt er oben drüber alles kreuz und quer. Hier haben wir jetzt die Münzen. Das finde ich immer extrem nervig, wenn die in so einer langen Reihe, ich weiß nicht, wer denkt, dass das irgendwie eine gute Idee ist, weil das ist extrem viel Arbeit, die jetzt da alle wieder reinzustecken später. Und dann ist es nicht mehr so, dass die Fünfer von den Einser getrennt sind, ne? Weil die Einser passen hier gar nicht alle rein. Deswegen müssen hier auch noch bis zur Hälfte fast auch noch Einser gemacht werden. Und ja, dann sind die nicht mehr schön sortiert und dann kann man sie halt nur rausholen und dann liegen die halt einfach auf irgendeinem, auf dem Haufen, auf dem Tisch. Also die Dinger finde ich ja sehr suboptimal. Genau, hier ist Platz für das. Das ist eigentlich ganz gut. Hier an der Seite haben wir Platz für ja, so ein paar andere Sachen. Das ist soweit auch okay. Jetzt kommen wir tatsächlich zum Hauptproblem. Und das sind nämlich diese Säcke hier. Ich habe jetzt hier alle Tokens reingetan, die mit dem jeweiligen Buchstaben. Und ich weiß nicht, wie man das schaffen soll, die jetzt alle hier hinzulegen, dass sie so flach sind, dass danach noch alles reinpasst. Also ich kann das jetzt mal so versuchen. Weil dann ist nämlich die Idee, dass man hier jetzt hingeht und dieses Brett hier hinlegt. Und hier sehen wir schon, eigentlich müsste ich bis hier runterkommen. Aber das passt schon gar nicht. Also eigentlich müsste der quasi so weit runterkommen. Ne? Okay. Und dann würde die hier drauf kommen. So würde ich das verstehen. Und dann quasi die Spielerboards hier rein. Aber also ich weiß nicht, wie man das schaffen soll, das da rein zu zwängen. Also mit, wenn ich jetzt nur zwei Säcke habe, dann vielleicht. Also ich lasse die vielleicht mal draußen, dann sieht man nur, dass es, ja, dass ich ziemlich sicher bin, dass es so eigentlich hingehören soll. Dass die so reingehören, dann ist das nämlich hier auch abgeschlossen. Und dann passen die nämlich genau hier rein. So. Und dann ist das schön abgeschlossen und dann passt nämlich das Brett gleich oben drauf. Aber also wie die drei Säcke jetzt hier in den Raum rein sollen, ja, da bin ich irgendwie überfragt. Also ich probiere es jetzt nochmal, aber also das für mich passt das gar nicht. Und dann ist irgendwie der ganze Sinn dieser Einlage irgendwie ein bisschen hinüber. Ne? Weil jetzt passt das nicht drauf, dann passt das nächste nicht drauf und dann kann ich die gar nicht erst flach da drauflegen. Aber gut, so soll es eigentlich sein. Ich lasse jetzt die Säcke mal draußen, dann haben wir gleich einen schönen Abschluss. Hier haben wir jetzt noch die Schiffe. Die kommen halt hier rein. Okay. Und die ganzen Tokens habe ich jetzt mal nach Spielerfarbe sortiert. Das macht ja meiner Meinung nach sehr viel Sinn. Und die müssen jetzt alle hier rein. Und da frage ich mich auch wieder, ich habe jetzt die Spielerfarben. Ne, also das wird schon, wenn man jetzt drückt, okay, vielleicht. Und dann haben wir aber noch die zwei Säcke. Also wie das alles da dann rein soll, weiß ich auch nicht. Und dann soll ja noch eigentlich, ne, müssen eigentlich die noch rein. Und dann die noch. Und dann soll das Brett noch oben drauf. Also ich, vielleicht übersehe ich jetzt auch grob irgendwas. Und ich sollte eigentlich die Hälfte der Sachen irgendwie gar nicht hier drin haben oder so. Aber genau, so ist, glaube ich, das System. Vielleicht seht ihr den Fehler, den ich jetzt gemacht habe. Dann gut. Ansonsten, genau, werfe ich jetzt die Einlage weg und zeige euch nochmal eine Alternative, wie ich das dann verpacken werde. Ja, dann kommen wir mal zum zweiten Versuch, wie ich das jetzt einpacken würde. Genau, die Einlage habe ich rausgenommen. Die wandert dann in den Müll. Genau, Spielbrett habe ich hier unten reingelegt. Dann kommen jetzt die Spielerbretter rein. Dann kommt hier das Brett für den Solo-Modus rein und die ja, Städte. Tue ich einfach mal hier hin. Dann habe ich tatsächlich die ganzen Spielerkomponenten von jedem Spieler in einen Sack zusammengelegt. Das heißt, hier sind die Kuhkarten drin, die der Spieler bekommt. Hier ist der Cowboy drin, die kleinen Holzplättchen und die Gebäude. Macht für mich eigentlich immer Sinn. Spieler spielen auch öfters mal zu zweit oder so und dann kann man direkt sagen, gut, komm, mit der Farbe spielen wir nicht. Dann habe ich schon mal einen ganzen Teil Komponenten, den ich gar nicht erst benutze. Dann habe ich die restlichen Kühe
in einer Tüte. Die anderen Karten. Dann habe ich hier die Schiffe. Dann habe ich jetzt die Container, die ich immer benutze für das Geld. Das hat den Vorteil natürlich, dass ich die dann direkt neben das Spielbrett stellen kann und jeder sich dann hier auch während des Spiels von bedienen kann. Das waren jetzt die Fünfer, das sind die Einser und dann gibt es auch noch die hier. Die, glaube ich, kann man auch während des Spiels bekommen. War zumindest bei Vorgänger so. Ja, dann habe ich noch einen Beutel voll mit den Komponenten für das Solospiel. Das heißt, die muss ich auch gar nicht erst auspacken, wenn ich nicht im Solo-Modus spiele. Dann habe ich die restlichen sonstigen Komponenten. Dann noch das Wertungszettel. Dann genau die einzelnen Säckchen, die man jetzt auch hier noch irgendwo reinschiebt. Ja, schön sieht das jetzt auch nicht aus, aber ich glaube, dass ich auf jeden Fall beim Aufbau 10-mal schneller bin. Und darum geht es mir tatsächlich hauptsächlich. Und ja, davon abgesehen, in dem anderen Einlager habe ich es gar nicht erst reinbekommen. Genau, hier kommt dann noch Regelheft, Solo-Modus und Appendix rein. Und genau, also solange es passt und ich schnell aufbauen kann, da ist mir das Wichtigste. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr es geschafft habt, es besser einzusortieren in die Einlage. Vielleicht, wie gesagt, habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Aber ja, das war es von mir mit einem Unboxing. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.